Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu meinen bereisten Ländern vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Namibia. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch nochmal hier oben verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also auf jeden Fall nicht ausschließlich auf Informationen aus diesem Video verlassen, sondern darüber hinaus euch auch noch selbst informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Und da würde ich sagen, Schluss jetzt, wir fangen jetzt mal an mit Tipps zur Anreise. Die Anreise ist über mehrere Flugstrecken möglich, beispielsweise über Addis Abeba mit Ethiopian Airlines, Dubai mit den Emirates, Johannesburg mit South African Airways oder aus Frankfurt direkt mit der Condor. Die Preise schwanken so zwischen 600 Euro mit der Condor bis 900 Euro über einen größeren Hub- bzw. Linienflug. Der Flughafen Windhoek liegt etwa 45 Kilometer außerhalb der an der asphaltierten Straße B6, umgeben von Wüstenterrain. Der Flieger segelt das letzte Stück förmlich zur Landebahn, da die Einflugschneise ohnehin nicht besiedelt ist. Ja, für die Einreise ist ein Reisepass notwendig, der noch mindestens über die Einreise hinaus 6 Monate Gültigkeit aufweisen muss. Weiterhin muss zur Einreise eine Immigration Card ausgefüllt werden. Diese wird, wie beim Anflug auf viele Länder, typischerweise schon während des Reisefluges ausgeteilt, sodass man im Flugzeug genug Zeit hat, sie auszufüllen. Gefragt wird zum Beispiel, wie lange der Pass noch gültig ist, wie viel Geld man in Namibia ausgeben möchte oder wie die physische Adresse in Namibia lautet. Bei mir genügte zum Beispiel einfach nur der Name einer Lodge und die ja ohnehin nicht so richtige Adressen haben, eigentlich kann man sie viel besser mit GPS-Punkten beschreiben. Land und Leute. Namibia ist etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Allerdings leben auf dieser Fläche nur ca. 2,1 Millionen Menschen, etwa 300.000 allein davon schon in der Stadt Windhoek. Der Süden ist vergleichsweise menschenleer. Bis auf den nördlichen Kabriwi-Streifen ist Namibia ein recht karges und trockenes Land. Dennoch gibt es Grundwasservorkommen, die in Form von Wasserlöchern für Tiere oder Tiefbrunnen für Menschen angebohrt sind. Besucher sollten sich generell erstmal auf einen Wüstentrip einstellen. Es sei denn, sie sind im Norden unterwegs. Die Namibier, mit denen man es auf der Reise zu tun hat, sind freundlich und hilfsbereit und fragen gerne mal, ob alles gut sei. Dennoch sollte man gewisse kleinere Hinweise zur Sicherheit im Land wenigstens einmal gelesen haben. Das Einkommensniveau ist nicht mit demjenigen in Deutschland zu vergleichen. Aber aufgrund seiner geringen Bevölkerungsdichte kommt Namibia nicht so ärmlich daher wie manche Ecken im Nachbarland Südafrika, obwohl wirtschaftlich noch stärker aufgestellt. Auf jeden Fall gibt es für Touristen viel zu sehen. Der Fish River Canyon, wilde Tiere, der Etosha Nationalpark, das Sossusvlei mit seiner großen Sanddünenwelt, insbesondere der Düne Nummer 45 am gleichnamigen Kilometer, das Totetal Deadvlei, die Geisterstadt der Kollmannskuppe oder auch kleinere Teile der Stadt Lüderitz mit ihren ausgeprägten deutschen Einflüssen. Meines Erachtens ist ja Swakopmund die schönste Stadt in Namibia, in dortigen Maßstäben. Nicht zu vergessen, in Namibia kann man wie im Nachbarland Südafrika an wirklich ganz besonderen Orten übernachten. Kommen wir zum Klima und der besten Reisezeit. Ja, die meisten Besucher kommen in den Monaten Juli bis September, weil es dann tagsüber einfach nicht gar so heiß ist. Es kann sich aber dafür auch nachts empfindlich abkühlen. Ab so November wird es dann auch gern mal tagsüber bis zu 41 Grad heiß und abends geht die Temperatur dann auf moderate, sagen wir mal 17 Grad, zurück. Ab Dezember beginnt dann so langsam die Regensaison, die bis etwa April anhält. Vorteil im Bereich von Juli bis September, nicht zu heiß, durch früheren Sonnenuntergang, eine intensivere Färbung der Landschaft und so ab Nachmittagabend ist das natürlich besonders gut für Fotos mit den typisch namibischen Farben. Die Vorteile im Dezember, es ist länger hell, 19 bis 19:30 Uhr, die Lodges sind nicht gar so aus Übersee überlaufen, aber dafür ist der Dezember dann so eher der Urlaubsmonat von Besuchern aus dem Nachbarland Südafrika. Im Dezember habe ich es dann an einigen Orten erlebt, dass es morgens nur gering windet, aber Nachmittag, Mittag, Nachmittag kommt dann so langsam aber sicher eine steife Brise auf. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Information für Drohnenflieger.
der Mietwagen. Ja, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, denn viele stellen sich in der Reiseplanungsphase die Frage, nimmt man ein geländegängiges Fahrzeug oder vielleicht doch besser ein PKW? Sagen wir mal so, bewegt man sich auf normalen, asphaltierten Straßen, ist ein PKW definitiv die preiswerte Wahl. Diesen kann man zum Beispiel bei den üblichen internationalen Verleihern auch gleich am Flughafen bekommen. Große Offroad-Fahrzeuge hingegen haben unter anderem mehrere Vorteile, wie der von mir genutzte Toyota Hilux. Ein Doppeltank bis zu 160 Liter und mit einer Reichweite bis zu 1400 Kilometer. Zwei Ersatzräder, dann haben wir einen größeren Raddurchmesser dadurch, das heißt leichteres Fahren auf unebenen Straßen. Und Achtung, die dicken Geländewagen haben einen erhöhten Schwerpunkt, das heißt Unfälle, bei denen sich die Fahrzeuge überschlagen, kommen in Namibia vergleichsweise oft vor. Die Mietbedingungen sollte man also genau lesen und verstehen. Ein vollumfänglicher Versicherungsschutz in namibischen Maßstäben ist nämlich nicht mit einer deutschen Vollkasko vergleichbar. Und man sollte aber trotzdem darauf achten, dass die Versicherung möglichst viel abdeckt, zum Beispiel auch Sandsturmschäden, Schäden an Ersatzreifen, der Windschutzscheibe und so weiter. Einen Steinschlag kann man sich beim Fahren auf Schotterpisten durch ein passierendes oder entgegenkommendes Fahrzeug schnell einfangen. Die Geländewagen sind meist auch als Light Commercial Vehicle in Namibia registriert, das heißt Zusatzmietwagenversicherungen in Deutschland, die man abschließen kann zum Ausschluss jeglicher verbleibender restlicher Kosten, greifen gegebenenfalls nicht, weil diese eben nur normale PKWs mit abdecken. Hier sollte man auf jeden Fall im Einzelfall bei der Versicherung einmal nachfragen. Campingfreunde mieten sich auf jeden Fall gleich einen Geländewagen mit Dachzelt. Das gestaltet den Schwerpunkt des Wagens natürlich noch einmal höher und somit auch leicht ungünstiger, aber so können natürlich auch Wildtiere vom Zelt ferngehalten werden. Fazit: PKW oder Geländewagen? Naja, wer Namibia sehen will, sollte auf jeden Fall einen Geländewagen mit vollstem namibischen Versicherungsschutz wählen. Ein guter Tipp ist übrigens auch, das eigene Gepäck in Müllsäcke einzupacken und es dann auch erst im Kofferraum zu verstauen, um es so vor dem durchweg vorherrschenden Staub zu schützen. Der kommt in Namibia wahrlich durch alle Ritzen. Der Verkehr. Ja, in Namibia herrscht Linksverkehr. Die geringe Bevölkerungsdichte macht es auch für Fahranfänger im Linksverkehr interessant, damit eben hier zu beginnen. Einzig in Windhoek ist die Verkehrsdichte schon recht hoch, weshalb man hier besonders auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten sollte, speziell die Taxis. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt auf den geteerten B-Hauptstraßen außerhalb von Städten 120 km/h. Auf Schotterpisten sollte man nie schneller als 80 km/h fahren, je mehr Unwegsamkeiten oder Bodenwellen, desto langsamer. Auch wegen dem höheren Schwerpunkt des Geländewagens ist diese Begrenzung zu beachten, Stichwort Überrollgefahr. Einzig die Piste C34 mit ihrer Salztragschicht an der Atlantikküste, da kann man auf jeden Fall noch gut und schnell mit bis zu 100 km/h drauf langfahren. Sind auf Schotterpisten gleichmäßige Bodenwellen anzutreffen, gibt es grundsätzlich zwei Theorien. Entweder langsam und behutsam oder absichtlich schnell darüber hinweg, damit der Wagen sozusagen nicht in jedes Tal einfällt. Die zweite Taktik bedeutet jedoch einen extremen Stress für die Reifen und machen Platzer eher wahrscheinlich. In Städten wiederum fährt man so mit maximal 60 km/h durch die Gegend. Wenn man an eine Kreuzung kommt, die ringsherum mit Stoppschildern ausgewiesen ist, fährt dasjenige Fahrzeug zuerst, das zuerst angekommen ist und dann eben der Analogie so weiter. Die Beschilderung der öffentlichen Verkehrswege ist auch auf Schotterpisten der Kategorie C völlig ausreichend und okay. Es gibt immer wieder Richtungsschilder, aber auch solche, die vor Kurven oder ähnliches warnen. Ja, und vor denen man gegebenenfalls dann auch eben die Geschwindigkeit reduziert. Auch vor Kuppen sollte man das dringend tun, denn man weiß ja nie, wie es dahinter weitergeht. Die Fahrbahn ist ja nicht markiert und befestigt. Auf Schotter kann man eben schlechter bremsen. Und da heißt es dann natürlich Slow Down. Vor Nachtfahrten wird wegen der überhöhten Wildwechselgefahr auf jeden Fall abgeraten. Zwar sind die Straßen und Paths, wie man sie in Namibia gerne nennt, also die Schotterpisten de facto größtenteils eingezäunt, aber Affen und Kleintiere passieren den Zaun ungehindert und eben gelegentlich auch größere Tiere. Auf der geteerten Straße B2 nach Lüderitz beobachtet man zudem, dass dort die lebenden Wildtiere sich nachts gerne mal auf die Straße legen, weil der Teerbelag noch so schön warm ist. Die B-Straßen sind geteert, die C-Straßen eigentlich eher nur so im geringeren Maße und meist findet man an der C-Kategorie eher Schotterpisten vor. Je höher also der Buchstabe, desto kleiner bzw. ungepflegter ist die Piste.
Die berühmte Piste D707 ist eine ca. 114 Kilometer lange Piste und von Süden aus kommend sind die ersten 90 Kilometer eigentlich recht gut befahrbar. Auf der Hälfte wandelt sich dabei die Piste in eine tiefere Sandstraße. Ca. 30 Kilometer vom nördlichen Ende entfernt werden dann die Steine größer und die Piste sehr wellig. Kleine Regel am Rande, wenn die C-Straßen weitläufige Ebenen queren, ist die Kiesschicht oft feiner und man kann schneller fahren. Quert die C-Piste Gebirgspässe oder links und rechts türmen sich große Gebirgsmassive auf, oder die Piste quert ausgetrocknete Flussläufe, werden die Steine auf der Straße größer und die Piste wird welliger. Dort also am besten langsamer fahren. An den Ortsrändern der größeren Städte scheint die Polizei zudem häufiger mal Kontrollen zu machen. Gegebenenfalls sollte man den Führerschein und die Fahrzeugpapiere dabei dann griffbereit haben und den Beamten dann auch mal gelegentlich einen Blick in den Kofferraum gewähren lassen, sofern das angefragt wird. Bei Überlandfahrten, da haben die meisten Verkehrsteilnehmer dann auch das Abblendlicht eingeschaltet. Kommen wir zum Thema Tankstellen. An der Zapfsäule wird man bedient und bleibt einfach im Auto sitzen und bezahlt, meist in bar. Kreditkarten werden oft nicht akzeptiert. Der Spritpreis ist zudem staatlich geregelt und zum Zeitpunkt meines Besuchs kostet ein Liter Diesel etwa 10,74 namibische Dollar. Das entsprach so 73 Euro Cent. 1300 Kilometer im Geländewagen mit Doppeltank schlagen somit mit etwa so 1300 namibischen Dollar zu Buche, also rund 88 Euro. Achtung, nicht alle Tankstellen haben immer gegebenenfalls alle Spritsorten vorrätig. Und man sollte möglicherweise dann noch einfach mal früher ans Nachtanken denken. Und traue keinem, dass im Ort XYZ eine Tankstelle sei. Ein Doppeltank ist dann übrigens eine nette Sache, der größere Spritvorrat lässt einen dann beruhigter einsamere Strecken zurücklegen. Die Tankstops auf meiner Route waren Lüderitz, Swakopmund, dann drittens der Etosha Nationalpark, viertens Windhoek zur Mietwagenabgabe. Tankstellen habe ich unter anderem in folgenden Orten gesehen: Windhoek, Rehoboth, Keetmanshoop, Aus, eine winzig kleine in der Dorfmitte, in Lüderitz eine Shell im Innenstadtbereich sowie eine Engen am Ortsrand, dann in der Sossos-Oase eine Engen, vor den Toren des Namib-Naukluft-Parks eine weitere kurz hinter dem Gate des Namib-Naukluft-Parks in Sesrim, in Solitaire in der Walfischbucht gleich mehrere, in Swakopmund, in Koryksas, da stand eine Engen, in den Camps des Etosha-Nationalparks im Halali-Camp war sogar Kreditkartenzahlung möglich, erinnere ich mich gerade. Und im Camp am Waterberg, da gab es allerdings kein Diesel. Und dann in Zumep habe ich, glaube ich, auch noch eine gesehen. Keine Tankstelle habe ich hingegen an der Meile 108 an der Skelettküste gesehen. Übernachtungen und Hotels. Wie in Südafrika, so ist auch das Hotelgewerbe in Namibia bis auf Windhoek eigentlich kaum präsent und man übernachtet eigentlich mehr in privaten Gästehäusern, Bed and Breakfasts oder Lodges. Gerade die Lodges liegen an besonders reizvollen Orten, aber in der Einsamkeit fehlt es einem eigentlich an nichts. Zu beachten ist, dass Lodges oft nur eine begrenzte Raumkapazität haben. Das heißt, wenn man seine Wunschlodge denn unbedingt beziehen möchte, ist eine Reservierung bis so ein halbes Jahr vorher auf jeden Fall Pflicht. Auf gut Glück sollte man nicht losziehen. Lodges können problemlos über das Internet gebucht und bezahlt werden. Etwas ungewöhnlich ist meist die Sitte, dass man oft vorab gebeten wird, seine Kreditkartendaten unverschlüsselt per E-Mail zu übersenden. Reisende, die daraufhin Probleme bekommen haben, sind mir zumindest aus Foren bisweilen nicht bekannt. In den Lodges ist das Frühstück meist inklusive, gelegentlich auch das Abendessen, weil es im Nichts ringsherum ohnehin nichts anderes gibt. Getränke zum Abendessen sind auf jeden Fall extra bei Abreise zu bezahlen. Manche Lodges bieten über den Tag hinweg noch kostenlos Kaffee und Tee an. Camping ist möglich, allerdings nur auf den ausgewiesenen Plätzen. Viele Lodges bieten eigene Campingplätze an. Beim Check-in wird auch oft gefragt, ob man irgendwelche Activities machen möchte, also Ausflüge oder Touren. Ich habe diese für meinen Trip auf geringstem Level gehalten und die Mitarbeiter an den Rezeptionen haben schon fast etwas verdutzt geschaut, dass ich solche Zusatzangebote meist abgelehnt habe. Checkout-Zeit in Namibia ist generell um 10 Uhr morgens, Check-in offiziell ab 13, 14 Uhr, gegebenenfalls aber auch früher möglich. Duschgel und Shampoo habe ich in allen Lodges vorgefunden, sofern man es vergessen hat. Kommen wir zum Thema Essen bzw. Essen gehen. In größeren Ortschaften gibt es Restaurants und noch seltener Fastfood-Ketten, unter anderem die Ketten Wimpy's in Windhoek, Steers in der Walfischbucht oder KFC in Windhoek.
In abgelegenen Lodges gehört das Frühstück auf jeden Fall dazu. Das Abendessen oder Dinner ist gelegentlich im Preis mit inbegriffen, gegebenenfalls muss extra bezahlt werden. Getränke zum Lunch und Dinner kosten in den Lodge-Restaurants immer extra und sind spätestens bei Abreise zu bezahlen. Bessere Lodges bieten eine eigene Kaffee-, Tee- und Wasserbar an, deren Getränke wiederum kostenlos sind. Wie in Südafrika, ja, da liebt man auf jeden Fall in Namibia auch das Braai, das Barbecue bzw. das Grillen. Bei manchen Lodges ist ein Grill vorhanden, auf dem man Fleisch grillen kann. In Sachen Auswahl trifft man unter anderem auch auf Oryx-Fleisch. Am besten ist es, beim Frühstück gleich ordentlich zuzulangen, unter anderem mit sattmachenden Sachen wie Omelettes oder sowas, sodass man erst abends isst. In der kargen Landschaft gibt es meist keine Gelegenheit zum Essen gehen. Meist nimmt man dann erst abends das Dinner ein und viele Lodges bieten es reichhaltig mit mehreren Gängen an. Ein wenig Etikette ist aber schon dabei. Man wird vom Personal an den Tisch gesetzt. Das heißt, wenn man ein alleinreisender Gast ist, gibt es genau einen Tisch, für den entsprechend eingedeckt und vorbereitet ist. Serviert wird zunächst ein Starter, gefolgt von einer Suppe, dem Main Course und einem Dessert. Für den kleinen Hunger zwischendurch empfiehlt es sich, etwas aus dem Supermarkt zu kaufen, sofern denn einer gerade in der Nähe ist. Das Thema Internet. Ja, der hiesige Netzanbieter heißt MTC und erreicht eine Coverage der größeren Ortschaften sowie der Hauptverkehrsachsen. Der Bereich der Skelettküste und Solitaire sind zum Beispiel kaum ausgeleuchtet. Ein Gigabyte für eine Woche kostet rund so 45 namibische Dollar. Einen MTC-Store gibt es zum Beispiel in Windhoek, sogleich am Flughafen, oder in der Groove Mall am südlichen Stadtrand von Windhoek. Aber auch gesehen in Lüderitz oder an der Walfischbucht. Ich habe für 111 namibische Dollar eine SIM-Karte gekauft und auf der Rechnung waren 3 Voucher für jeweils eine Woche mit 1 Gigabyte Daten, 500 Megabyte WhatsApp, 700 SMS und 100 Freiminuten aufgedruckt. Kurz bevor sie ablaufen, bekommt man eine Info-SMS. Man kann dann den Voucher einfach per Nummerncode aktivieren. In den Lodges ist WLAN meist gratis. Nicht alle Teile der Lodge-Gelände sind ausgeleuchtet. Meist hat man dann Internet eigentlich nur im Bereich des Restaurants oder der Lobby. Die teils abgelegenen Lodges beziehen ihr Internet oft selbst über Satellit oder auch über das Mobilfunknetz, sodass der Up- und Download gegebenenfalls sehr langsam sein kann. Dann erinnere ich mich noch an brauchbares Internet. Das hatte ich eigentlich außer in Windhoek nur in Keetmanshoop. Da kam es, glaube ich, über 3G, sowie per WLAN 3G in Lüderitz und in der Walfischbucht. Dazwischen hatte es auch gern einfach nur mal Buschtrommelqualität. Strom, ja, das ist auch so eine wichtige Sache. Irgendwie ohne geht's ja nicht. Und zwar in Namibia haben wir 220 Volt und es ist ein Adapter erforderlich. Und zwar der mit den 3 Pins. Und Erde ist dabei der mit dem dicken Anschlusspin. Also es ist de facto der gleiche wie im Nachbarland Südafrika. Manche Lodges sind derart abgelegen, dass der Strom aus Generatoren oder auch aus dem Nachbarland Südafrika kommt oder eben auch aus Solarzellen. Mit Stromausfällen ist auch über teils längere Zeiträume durchaus zu rechnen. Eine Taschenlampe kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Man achte darauf, seine Akkus vorsorglich zu laden. In den Camps des Etosha Nationalparks war das Stromnetz zum Beispiel häufig von längeren Ausfällen betroffen. Bessere private Lodges versuchen durch einen eigenen Solar- und Batteriepark ihren Gästen eine stabilere Versorgung zu bieten. Kommen wir zum Thema Einkaufen. Einkaufsläden heißen in Namibia OK Grocers, Checkers, Pick and Pay oder Spar. Diese sind aber meist nur in größeren Ortschaften anzutreffen und bieten westlichen Standard und Auswahl. In größeren Ortschaften sind diese auch gegebenenfalls mit Malls verbunden. In kleineren Ortschaften trifft man dagegen auf kleinere Grocery Stores, die aber nicht über ein allumfassendes oder vollumfängliches Warenangebot verfügen müssen. Auch an Tankstellen oder Sehenswürdigkeiten von, ich sag mal, Substanz, wie zum Beispiel dem Sossos Flay, kann man in kleineren Shops zum Beispiel Getränke erwerben. Für die Fahrt durch die Wüste oder abgelegene Gebiete empfiehlt es sich auf jeden Fall, gleich einen ganzen 5-Liter-Kanister mit Trinkwasser zu kaufen, von denen einer etwa 40 namibische Dollar kostet. Das Thema Geld. Ja, in Namibia wird gern noch mit Bargeld gearbeitet. In größeren Ortschaften gibt es Bankautomaten, der Banken FNB oder Bank of Windhoek. Diese sind auch gelegentlich mit einem eigenen Wachposten gesichert. Es ist stets empfehlenswert, auch ausreichend Bargeld zur Hand zu haben. Denn oft wird einem zwar Kreditkartenzahlung angeboten, aber die Terminalgeräte haben manchmal einfach keinen GSM-Empfang, da sie eben hierüber ihre Daten verschicken. Insgesamt ist Kreditkartenzahlung aber schon an vielen Orten möglich. Nur an Tankstellen sollte man sich, zumindest zum Zeitpunkt meines Besuchs, nicht darauf verlassen, dass das eben funktioniert. Im Etosha Nationalpark, sollte man auch sich nochmal in Erinnerung rufen, gibt es keinen ATM.
Das Thema Sicherheit. Ja, wie immer, wenn man über Sicherheit diskutiert, dann spricht man eigentlich über etwas sehr Virtuelles. Dem Hörensagen soll es einmal Leute gegeben haben, an denen an irgendwelchen Stellen einmal etwas passiert war. Den ja, grundlegenden Informationen des Auswärtigen Amtes sollte man aber auf jeden Fall einmal gelesen haben. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte sagt man aber Namibia generell nach, dass es sicherer als das Nachbarland Südafrika ist. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Umsicht, mit der natürlichen, kann man Namibia eigentlich halbwegs sicher bereisen. Es ist nämlich nicht so, dass hinter jeder Ecke ein möglicher Dieb auf seine Gelegenheit wartet. Dennoch ist auch Namibia ein Land mit teils sehr geringen Einkommensverhältnissen. Es fahren zum Beispiel noch viele Golf 1 auf den Straßen und auch außerhalb der Ortschaften umher. Und ja, hin und wieder ist auch mal eine Wellblechsiedlung auszumachen. Das Einkommensgefälle sollte man im Wesentlichen in den größeren Städten, also wenigstens im Hinterkopf behalten. Dann eine Sache noch aus der Praxis. Wenn du durch die Stadt Windhoek fährst, Türen verriegeln und traue keinem, sagte mir zum Beispiel der Fahrer meiner namibischen Mietwagenfirma. Das Auswärtige Amt gibt zusätzlich den Hinweis, unterwegs nicht auf unbewachten Parkplätzen anzuhalten, weil sich schon Leute im Gebüsch versteckt haben sollen und auf eine Gelegenheit gewartet haben. Bevor man einen Rastplatz oder ähnliches ansteuert, ist ein vorheriges, gesundes Umschauen also stets von Vorteil, um festzustellen, ob man auch wirklich alleine ist. Dieser Tipp gilt wohl am ehesten für die Nord-Süd-Achse B1, denn besonders der südliche und westliche Teil Namibias, der ist ja ohnehin fast menschenleer. Das Anhalten auf Parkplätzen oder in der Wildnis stellt hier eigentlich dann eher weniger ein Problem dar. In der Walfischbucht sagte mir die Dame an der Lodge-Rezeption sogar, dass das Auto auch über Nacht ohne Probleme auf der Straße stehen bleiben könne, sofern sich keine Wertsachen darin befänden. In Lüderitz entgegnete man mir auf Nachfrage bei der Lodge nach der Sicherheit in der Stadt, dass nur ein kleinerer Teil problematisch sein könnte, weil die Menschen dort dann unter Alkoholeinfluss krumme Dinger machen würden. Man könnte vielleicht festhalten, wenn man sich ohnehin in menschenleeren Gebieten aufhält, also zum Beispiel Lodges, abgelegene Sehenswürdigkeiten, dann ist das auf jeden, und das ist ja bei einer Namibia-Reise eigentlich auch sehr oft der Fall, dann ist es eigentlich wirklich relativ sicher. Lodges liegen zumeist ohnehin in eingezäunten Privatgrundstücken und mit Wachposten am Ein- und Auslassgate gesichert. In den Lodges und an Sehenswürdigkeiten bzw. im Etosha Nationalpark sieht man aber auf jeden Fall auch Touristen mit teurem Kameraequipment. Generell kann man aber auch für Namibia, wie auch für Südafrika feststellen, dass man weniger hierher kommt, um Städte anzusehen, sondern eigentlich alles, was abseits davon gelegen ist. Städte sind eigentlich bis auf wenige Ecken in Windhoek und Lüderitz und Swakopmund auch nicht so besonders sehenswert, meine persönliche Meinung. In größeren Einkaufsmalls, da sieht man auch sehr häufig Menschen, die wohlhabender gekleidet sind und dann auch eben ihre Smartphones in der Hand haben. Als Tourist wird man auf jeden Fall sofort erkannt, wenn nicht gleich zielgerichtet eine Destination anläuft, sondern eben so unvermittelt hier stehen bleibt, dort stehen bleibt und umherschaut. Im Etosha Nationalpark gilt selbstverständlich auch noch, das Fahrzeug im Park auf jeden Fall außerhalb der gekennzeichneten Flächen nicht zu verlassen und das natürlich auch nur an den entsprechend erlaubten Orten zu tun. Auch zum Punkt Sicherheit gehört natürlich noch das eigene Fahrverhalten auf den vielerorts präsenten Schotterpisten, auf denen die Geschwindigkeit angepasst gewählt werden sollte. Die Behörden verzeichnen in Namibia viele Unfälle, bei denen sich Autos überschlagen. Speziell der Skeleton Nationalpark. Ja, der Skeleton Nationalpark ist ein sehr einsames Gebiet an der Atlantikküste in Namibia. Es gibt im Wesentlichen zwei Einlassgates, ein südliches und ein weiteres bei Springbokwasser. Am südlichen Gate ist Einlass von 7.30 Uhr bis 15 Uhr möglich, die Ausfahrt von 7.30 Uhr bis 19 Uhr. Wie bei namibischen Nationalparks üblich, hält man vor der Einfahrt an, um im Office den Eintritt zu bezahlen. Der Skeleton Park ist indes kostenlos. Bei der Einfahrt wird dennoch ein Permit ausgefüllt, in welches der Name, Adresse und Herkunftsland und Kfz-Kennzeichen eingetragen sind und abgestempelt werden. Dieses Permit wird dann bei der Ausfahrt wieder abgegeben. Vom südlichen Gate bis Tora Bay sind es übrigens 114 Kilometer, bis Springbokwasser 143 Kilometer, bis Terras Bay 166 Kilometer. Und hier endet dann im Wesentlichen die Strecke an der Atlantikküste. Die Nord-Süd-Piste lässt sich recht gut mit 80 km/h befahren und die Ost-West-Verbindung ist von ähnlicher Qualität. Das Terrain wird dem Namen auf jeden Fall gerecht, meist totes Karst- und Wüstenland. Und das alte, verrostende Ölbohrgerät inmitten der Wüste ist für Fans alter Industriedenkmäler ein wirklich reizvolles Fotomotiv. Speziell der Etosha-Nationalpark.
Ja, der Etosha Nationalpark kommt dem Krüger Nationalpark in Südafrika gleich, was die Infrastruktur und Tierwelt in etwa anbetrifft. Er umschließt die Etosha-Pfanne, eine große, ausgetrocknete Tonsalzebene. Besonders während der Trockenheit hat man auf jeden Fall an den Wasserlöchern die gute Chancen, Tiere zu sehen. Das Halali und auch das Ukaukuyo-Camp verfügen über eine eigene Wasserstelle, die man besonders am frühen Morgen und späten Abend noch einmal aufsuchen sollte. Bei der Einfahrt in den Nationalpark ist der Reisepass vorzuzeigen und man wird gefragt, wie viele Nächte man bleiben möchte oder ob man eben nur Tagesgast ist. Vom südlichen Utio aus kommend erreicht man ca. 17 Kilometer vor dem Ukaukuyo Camp das Einlassgate. Der Parkeintritt ist dann eben 17 Kilometer weiter im Camp zu bezahlen. Das geht auch übrigens mit Kreditkarte. Also pro Tag kostet der Permit, wenn ich mich recht entsinne, pro Person plus Fahrzeug 90 namibische Dollar. Die Camps verfügen über entsprechende Bettenkapazität, ein Restaurant, eine Tankstelle, ja. Und in den Camps besteht auch die Möglichkeit, auf einem eigenen Campingplatz eben zu campen. In den Camps gibt es keinen ATM. Beim Check-in wird auch ein Deposit von 500 namibischen Dollar in bar für den Schlüssel erhoben, sofern man eben dort ein Zimmer bezieht. Die Tore der Camps öffnen und schließen zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Außerhalb dieser Zeit ist der Aufenthalt im Park nicht mehr erlaubt. Höchstgeschwindigkeit im Park 60 Stundenkilometer zum Schutz der Tiere. Das Fahrzeug darf nur an den dafür vorgesehenen Orten verlassen werden. Die Strecken im Nationalpark sind Schotterpisten. Die Hauptstrecke in Ost-West-Richtung hat noch die beste Qualität, ist aber abschnittsweise recht wellig. In eben diese Richtung dehnt sich der Park auf über 150 Kilometer aus. Die Nebenstrecken sind um einiges schlechter und schmaler und haben teils tiefe Löcher, mancherorts auch größere Steine. Und man sollte nicht zu weit am Rand fahren, da dort zum Teil Stachelstrauchgewächse stehen. Deren Stachel kann einen Radreifen wirklich unbrauchbar machen. Oft empfiehlt es sich auch, dort anzuhalten, wo bereits vorausfahrende Fahrzeuge stehen oder stehen geblieben sind. Hier gibt es bestimmt etwas zu sehen. Im Gegensatz zum Krüger Nationalpark ist mir aber auch aufgefallen, dass sich die Tiere doch schon gerne mal etwas weiter weg aufhalten, sodass die Kameratechnik eine entsprechende Brennweite aufweisen sollte. Und dann, ja, bei Ausfahrt des Nationalparks wird dann erneut Name und Kfz-Kennzeichen notiert und das Permit vom Einlass muss dann wieder vorgezeigt werden. Speziell das Sossusvlei und der Namib Naukluftpark. Ja, in Sesrim verzweigt die Straße C27 an einer T-Kreuzung nach links und rechts als D826. Während sie nach rechts zur C19 führt, gelangt man linksläufig zum Einlassgate des Namib Naukluft Nationalparks, in welchem das weltbekannte Sossusvlei gelegen ist. Kurz vor Sesrim gibt es in der Sossusvlei-Oase eine Engen-Tankstelle und kurz dahinter am Einlassgate, nach dem Einlassgate dann nochmal eine weitere. Bei der Einfahrt wird das Kfz-Kennzeichen notiert, der Name und das Herkunftsland. Dann wird man gebeten, sich einen Permit in dem Haus auf der rechten Seite zu kaufen. Dort gibt es unter anderem auch ein WC. Das Permit kostet 90 namibische Dollar inklusive einer Person und PKW. Der Park hat zum Zeitpunkt meines Besuchs von 5.10 Uhr morgens bis 20.15 Uhr abends geöffnet. Ab hier beginnt dann eine 61 Kilometer lange geteerte Straße, die man mit maximal 60 km/h befahren darf. Für diese geteerte Straße braucht man folglich also eine Stunde. Entsprechend früh sollte man also an deren Ende losfahren, um den Park um 20.15 Uhr oder bis 20.15 Uhr eben verlassen zu können. Bei der Fahrt bemerkt man, dass sich die Landschaft von kargen Fels Richtung Sanddünen ändert. Am Kilometer 45 erreicht man dann die Düne Nummer 45 und die man auch besteigen kann. Folgt man der Straße bis zu ihrem Ende, gelangt man an einen Parkplatz. Hier kann man dann entweder ein Shuttle nehmen, um zum Deadplay zu kommen, oder man kann das letzte Stück dann auch mit einem echten Allradfahrzeug, das vorausgesetzt dann, selber fahren. Aber Achtung, das ist eine 5 Kilometer lange und vor allem tiefe Sandpiste. Aber nur das selber fahren macht auch wirklich richtig viel Spaß. Befährt man sie trotzdem mit einem PKW, dann kostet die Strafe hier 500 namibische Dollar. Aber ich glaube, man würde auch schon nach kurzer Zeit stecken bleiben. Vom Parkplatz am Deadplay sind es dann nochmal bis zum selbigen etwa 1,1 Kilometer, die man dann zu Fuß zurücklegen muss. Und man muss dann hier den Fußspuren im Sand folgen, da die Wegstrecke dann offensichtlich nicht beschildert ist, obwohl sie das eigentlich hätte sein sollen. Die Temperaturen können mitunter dann höhere Grad-Celsius-Werte erreichen und so sollte man das Sossusvlei möglichst früh am Tage besuchen. Geschlossenes Schuhwerk ist hier auf jeden Fall zu empfehlen, weil der Sand mit offenen Schuhen einfach wirklich durch die Sonne viel zu heiß ist.
Neben der Düne Nummer 45 und dem Deadfly als Highlight ist noch der Sesrim Canyon erwähnenswert. Diesen erreicht man ab Parkeingang gleich linke Hand und dann fährt man an der parkeigenen Tankstelle vorbei über eine ca. 4,5 Kilometer lange und extrem schlechte Schotterpiste und die endet dann an einem Parkplatz. Von hier aus kann man dann bequem zu Fuß in den Canyon hineinlaufen, welcher de facto dann auch ein Fortsatz des Zauschab-Flusses darstellt. Interessanterweise erreicht der Fluss nur 200 Meter weiter ein ebenerdiges Niveau mit der C27-Straße. In der Nähe des Namib-Naukluft-Nationalparks gibt es dann auch auf jeden Fall genug Übernachtungsmöglichkeiten. Das waren in Kürze meine Tipps zu Namibia. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, das euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt, sofern ihr schon mal dort wart. Ja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch die entsprechende Benachrichtigung bekommt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.